Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Jana Kuhlmann. Ich arbeite beim BUND, beim Bund für Umwelt und Naturschutz, zu Chemikalienpolitik und Verbraucherinnenschutz. Und ich bin Janine Corduan und arbeite als Referentin für Kreislaufwirtschaft auch beim BUND. Ich freue mich total, heute mit euch über die Chemieindustrie reden zu können. In der gesellschaftlichen Debatte reden wir ja schon viel über die Transformation der Kohleindustrie. Es gibt ja auch schon Diskussionen über die Transformation der Automobilindustrie in Deutschland. Aber der Diskurs über die Chemieindustrie, welche doch die energieintensivste Industrie in Deutschland ist, den nehme ich noch nicht so wahr. Und wir haben da beim BUND dieses Jahr eine Studie zu veröffentlicht und hoffen, dass wir damit und auch mit diesem Vortrag, wo wir euch heute die Chemieindustrie in Deutschland näher bringen können, eben diesen Diskurs weiter zu beleben und zu hoffen, dass ihr auch mehr Bock habt, euch dort vielleicht auch einzubringen. Ja, was geht uns denn Chemie eigentlich an? Sicher wisst ihr, Chemie ist einfach in allem um uns drum. Ob es eben das Plastik ist, also die Vorprodukte, die Plastikpellets, die die Chemieindustrie herstellt, oder eben sowas wie Additive, Weichmacher, Flammschutzmittel in euren Computern, damit die eben nicht direkt in Flammen aufgehen, wenn dann Kurzschluss oder sowas ist. Alles sind Produkte der Chemieindustrie. Und es gibt das Konzept der planetaren Grenzen vom Stockholm Resilience Center. Und die gehen davon aus, dass es eben einen sicheren Safe Operating Space für die Erde gibt und schauen immer mal wieder nach, für welche das denn schon wie weit überschritten ist. Und im letzten Jahr haben die nun veröffentlicht, dass für die sogenannten Novel Entities, was eben menschengemachte Chemikalien sind, dieser Safe Operating Space schon deutlich überschritten ist. Woran liegt das? Das ist sowas wie, dass wir überall um uns herum schon Mikroplastik in der Umwelt sehen oder die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS, PFAS. Aber auch, dass wir einfach solche Mengen und so eine Vielfalt an Chemikalien jährlich produzieren und die Produktion immer weiterhin steigt, dass man das Risikopotenzial auch einfach gar nicht mehr sicher bewerten kann und irgendwie eindämmen kann. Und deswegen reden wir im Umweltbereich eben von den drei planetaren Krisen. Es ist nicht nur die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, sondern wir haben auch eine Verschmutzungs- und Ressourcenkrise. Und wie schon gesagt, haben wir im September diese Studie veröffentlicht, Blackbox Chemieindustrie. Da werde ich euch jetzt ein bisschen durchführen. Erstmal, was ist denn die Chemieindustrie? Wenn ich mit vielen Leuten rede, dann kommt als erstes sowas wie, okay, ja, das ist die Arzneimittel, also die Pharmaindustrie. Das ist auch die Pestizidindustrie. Aber es sind eben auch Düngemittel, die die Chemieindustrie herstellt. Es sind die sogenannten Massenchemikalien. Das sind eben Chemikalien, die in sehr hohen Mengen hergestellt werden. Das sind besonders Ausgangsstoffe für die Plastikindustrie, also Plastikpellets. Aber das sind auch Spezialchemikalien, sowas wie eben Additive für Plastik, Weichmacher, Farben, aber auch sowas wie diese Ewigkeitschemikalien PFAS, die man zum Beispiel zum Imprägnieren von Kleidung verwendet, damit die wasserbeständig sind. Und was genau ist die Chemieindustrie in dem Ganzen? Das werde ich in den nächsten Folien einmal ein bisschen durchgehen. Aber zuallererst gibt es fossile Rohstoffe, die die Chemieindustrie verwendet. Dann geht das zu den Erdölraffinerien und das zählt offiziell noch nicht zur Chemieindustrie. Die Chemieindustrie ist nur das, was hier in der orangenen Box ist, wo dann die Produkte, die aus den Erdölraffinerien kommen, dann in der Chemieindustrie weiterverarbeitet werden und von dort dann zum Beispiel Plastikpellets oder diese PFAS-Chemikalien weitergehen, zum Beispiel um Verpackungen herzustellen, also dann in die Verpackungsindustrie gehen, dann in die Baustoffindustrie gehen, dann in die Automobilindustrie gehen oder in den Textilsektor etc.
Fangen wir nochmal von vorne an. Also am Anfang braucht die Chemieindustrie Rohstoffe, um ihre Produkte herzustellen. Hier links seht ihr in dem Bild den Energieverbrauch der Chemieindustrie und der splittet sich danach, was brauchen die eigentlich als Rohstoff, also zum Beispiel das Erdöl, aus dem dann Plastik gemacht wird. Das ist tatsächlich auch noch mal höher als der rechte Balken. Das ist die Energie, die dann wirklich in den Prozessen anfällt, also sowas wie um eine Fabrik anzutreiben, um Wärme zu produzieren in der Fabrik etc. Und hier seht ihr dann, wie kommt das Erdöl zu, erstmal im ersten Schritt zu den Raffinerien, haben wir Erdölpipelines oder auch über Häfen wird das angeliefert. Im zweiten Schritt geht es das Erdöl zu den Raffinerien. Das hier sind die Raffinerien, die wir in Deutschland haben. Das, was ich euch mitgeben will hier ist, in Raffinerien wird Erdöl aufgespalten und es wird vor allem Treibstoff hergestellt, also Diesel und Benzin. Und nur ein minimaler Teil, maximal 30% Ausbeute dort, können als Rohstoffe für die Chemieindustrie bereitgestellt werden. Oft ist es sogar bei den meisten in Deutschland deutlich weniger. Das zeigt, wie stark die Chemieindustrie auch abhängig ist oder in Beziehung steht mit unserer Verwendung von Brennstoffen wie Benzin und Diesel. Wenn also die Raffinerien irgendwie gedrosselt werden, weil wir nicht mehr so viel Benzin und Diesel benötigen, hat auch die Chemieindustrie ein Problem, an ihre Rohstoffe ranzukommen. Also haben die ein starkes Interesse daran, dass auch wir weiterhin Treibstoffe verwenden. Von den Raffinerien gehen dann eben die Produkte aus den Raffinerien in die Chemieparks, die wir in Deutschland haben. Die sind hier mal verteilungsmäßig dargestellt, also große Konzentration in Nordrhein-Westfalen, auch um Frankfurt rum, aber auch so in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Und wir haben uns mal ein paar Plastikprodukte rausgegriffen. Das hier sind jetzt Plastikarten, Polypropylen, Polyethylen und PET, die viel für Verpackungen verwendet werden, wo die eigentlich in Deutschland hergestellt werden und in welchen Kapazitäten. Da könnt ihr auch sehen, ganz viele, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern und Sachsen-Anhalt. Und in unserer Studie haben wir noch deutlich mehr Daten. Das will ich euch nur einmal exemplarisch zeigen. Und die könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns anfragen, um mal zu gucken, was denn zum Beispiel bei euch in der Region für Chemieindustrie sitzt, was die eigentlich herstellen. Ich habe hier mal ein Beispiel um Hamburg rum. Haben wir dort oben zum Beispiel den Standort Brunsbüttel. Das Kartenmaterial und etc. können wir euch auch gerne zur Verfügung stellen. Da sieht man, da sind die Pipelines, die das alles vernetzen und man kann dann sehen, welche Firmen produzieren dort denn, in welchen Kapazitäten können die dort produzieren und was produzieren die dort oder hier auch in Stade als Beispiel, was dort hergestellt wird. Und ja, wenn man dann jetzt liest zum Beispiel, okay, da wird Bisphenol A hergestellt, was bedeutet das denn jetzt? Ist ja vielleicht nicht jedem geläufig. Haben wir auch eine tolle Übersicht, die ich euch gleich noch mal kurz zeige. Aber habe ich mir mal ein Beispiel rausgegriffen. Da könnt ihr super nachgucken, wie das alles zusammenhängt. Hier zum Beispiel jetzt mal Bisphenol A. Was ist eigentlich der Prozess davor? Aus welchen Chemikalien wird das hergestellt? Hier sieht man dann, okay, und das meiste davon wird Polycarbonat daraus hergestellt, ein durchsichtiges Plastik, wo ihr hier zwei Beispiele seht, wo das verwendet wird. Könnt so dann eben auch besser nachvollziehen, was da eigentlich die Zusammenhänge sind. Und das Tolle an dieser Tabelle ist eben auch, dass dort erstmals die deutschen Produktionskapazitäten so aufgelistet sind, wie viel Kapazitäten wir eigentlich in Deutschland haben, um das alles herzustellen. Jetzt möchte ich noch einmal zum Energie- und Ressourcenbedarf der Industrie kommen und das mit den anderen Industrien vergleichen. Ich hatte ja eben euch schon erzählt, es gibt einmal auf der rechten Seite das, was wir als Rohstoffe für die Chemieindustrie brauchen, besonders Erdöl, und auf der rechten Seite die Energie für die Prozesse, die sogenannte Endenergie. Und wenn wir jetzt nur mal die rechte Seite anschauen, dann ist die deutsche Chemieindustrie schon die energieintensivste Industrie Deutschlands.
Und zwar ist sie energieintensiver als die beiden nachfolgenden Industrien, die Zement- und die Eisen- und Stahlindustrie zusammen. Und wer sind da besonders energieintensive Verbraucher in Deutschland? Das ist an erster Stelle nicht überraschend der riesige Chemiepark BASF Ludwigshafen. Aber auch die Raffinerien sind sehr energieintensiv, BP Gelsenkirchen oder zum Beispiel der Chempark in Dormagen in Nordrhein-Westfalen. Wenn man sich aber jetzt mal alles zusammen anguckt, also auch das Erdöl, was in die Rohstoffe geht, als Rohstoff in die Industrie geht, dann verbraucht die Chemieindustrie in Deutschland mehr Primärenergie als Dänemark und Irland als Länder zusammen. Also deren ganzer Primärenergie inklusive aller derer Industrie etc., da verbraucht die deutsche Chemieindustrie mehr als diese beiden Länder zusammen. Und auch, wenn man es mit den deutschen Haushalten vergleicht, mehr als die der Hälfte der Strom- und Wärmeverbrauch der deutschen Haushalte. Und damit deckt unsere Studie erstmals auf, wofür 3/4 des Endenergiebedarfs der Industrie verwendet wird. Also wir gucken uns da die ganzen Massenchemikalien an, die eben besonders viel produziert werden und dadurch auch besonders viel Energie verbrauchen. Und sie entlarvt eben, dass besonders die Plastik- und Düngemittelproduktion die größten Verbraucher sind. Wir haben uns auch nochmal Plastikverpackungen rausgegriffen, weil wir dachten, okay, wenn wir halt von Einweg- auf Mehrwegverpackung gehen, dann könnte man da ja schon mal ordentlich was einsparen. Und tatsächlich haben wir gesehen, dass 20% des ganzen Energie- und Rohstoffverbrauchs der Chemieindustrie in wahrscheinlich Einweg-Plastikverpackungen geht. Und allein für diese Plastikverpackungen, die wir also in Deutschland in der Chemieindustrie produzieren, das ist mehr, als das ganze Land Slowenien verbraucht. Doch es werden auch problematische Stoffe wie Bisphenol A und Melamin zum Beispiel noch produziert. Das sind hormonelle Schadstoffe oder kann auch krebserregend sein, potenziell krebserregend, die in Massen produziert werden. Und es ist auch weiterhin leider erlaubt, dass wir in Deutschland Chemikalien produzieren, die in der EU schon längst verboten sind und die wir dann eben exportieren in andere Länder. Und geht es denn der deutschen Chemieindustrie schlecht? Im August hat die Chemieindustrie nämlich einen Brandbrief an das Kanzleramt geschrieben, einen öffentlichen, und gesagt, unter dem Slogan Deindustrialisierung stoppen. Aber tatsächlich sehen wir seit 2009 eine Umsatzsteigerung von 80%. Und ja, es stimmt, man sieht hier, die Produktion geht gerade runter. 2022 ist die Produktion runtergegangen, aber man sieht auch, das ist eh zyklische Produktion immer bei der Chemieindustrie. Das heißt, das ist jetzt nichts Besonderes in diesem Moment. Ja, ich darf darüber sprechen, was so die Industrie vorhat. Natürlich ist sie auch mittlerweile ein wenig unter Druck, nicht nur wegen uns, aber auch wegen uns. Wenn die Industrie, die Chemieindustrie, neue Szenarien darüber spricht, wie sie sich transformieren will bis 2050 und so weiter und so fort, dann verwendet sie ganz viele schöne Begriffe. Und ich habe einfach mal euch ein paar mitgebracht und möchte die ein bisschen einordnen jetzt. Also erneuerbare Rohstoffe möchte sie nur noch erneuerbare Rohstoffe bis 2050 benutzen, nicht fossile Rohstoffe, eine Kreislaufwirtschaft ausbauen, auf Netto Null kommen, Zero Emissions, Treibhausgasneutralität, klimaneutral ist ja auch ein Wort, was wir mittlerweile auf fast jedem Produkt, jeder Verpackung finden, recycelbar und bio. Also das klingt ja so, als wären wir schon in einer absolut goldenen Zukunft und die Chemieindustrie ist dabei, uns wirklich transformativ zu sein. Ich habe jetzt einfach mal den Hafen von Antwerpen mitgebracht, als einer der Spots, wo auch LNG, also Fracking-Gas auch ankommt, wo auch ein Chemiepark ist. Einfach nur mal als Beispiel, wenn man sich die Webseite da anguckt, was hat der Hafen von Antwerpen vor? Da soll CO2-Capture, also CO2 soll auch eingefangen werden, transportiert werden. Dann soll es CO2-Storage, also gespeichert werden und auch genutzt werden.
Und was ich auch besonders interessant finde, sind die verschiedenen Akteure, die man dann in diesen Zukunftsvisionen findet. Wir haben dann nämlich ExxonMobil und BASF, Ineos, also die ganzen großen fossilen Player alle zusammen. Und sie wollen alle dazu beitragen, dass unter anderem der Hafen in Antwerpen klimaneutral wird. Ein anderes Szenario von vom VCI, also dem Verband der deutschen chemischen Industrie, habe ich mitgebracht. Und auch dieser Graph sieht ja total schön aus. Also wir sehen hier, dass die Treibhausgasemissionen runtergehen, bis auf, also um 100%, also auf 0 Millionen Tonnen dann bis 2050 irgendwann. Die Annahmen, die in solchen Szenarien stecken, sind also teilweise sehr problematisch. Und wir müssen die eben dann Frage stellen. Also es wird angenommen, dass die Grundstoffe tatsächlich ein wenig weniger produziert werden, also minus 0,5% pro Jahr. Spezialchemikalien werden aber ausgebaut, also mehr produziert, etwa 1% pro Jahr mehr. In diesen Szenarien wird auch davon ausgegangen, dass der gesamte erneuerbare Strom an die Chemieindustrie geht. CCUS klingt auch immer ganz toll, das ist auch in allen Szenarien vorhanden, also der Bedarf der Chemieindustrie an neuen erneuerbaren Rohstoffen wird ja dafür wird eben auch genutzt dafür, CO2 als Rohstoff, als neuen Rohstoff zu labeln. Und das ist kein Problem, wir brauchen ja dieses ganze CO2, wir werden das alles nutzen und daraus neue Produkte machen. Also CCUS ist ein ganz zentrales Element in all diesen Szenarien auch. Außerdem wird davon ausgegangen, dass alle nachhaltig verfügbare Biomasse auch an die Chemieindustrie geht. Dazu komme ich gleich nochmal, was das dann sein soll. Chemisches Recycling ist auch ein Stichwort, was in allen Szenarien ganz großen Anteil macht. Das sind eben sehr energieintensive Verfahren, aus denen dann neue Kunststoffe hergestellt werden sollen. Und es wird davon ausgegangen, dass wir sehr große Mengen von grünem Wasserstoff alle der Chemieindustrie zur Verfügung stellen können. Wenn wir uns jetzt sozusagen das anschauen, dann sagen, wenn wir das analysieren als B&D, dann sagen wir, okay, wir sehen hier aber nur Technofixes. Wir sehen hier keine Reduktion, wir sehen keine Umstellung auf eine Mehrwegwirtschaft. Deutschland ist ja Europameister in der Plastikproduktion. Ein Viertel des gesamten Plastiks in der EU wird von Deutschland produziert und 40% dieses Marktes sind Einwegverpackungen. Also das heißt fast die Hälfte. Und von Mehrweg findet man natürlich nichts in diesen Szenarien, sondern es soll alles 1:1 ersetzt werden, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben nur Technofixes, also technische Lösungen, die uns hier auf 0% Emissionen führen sollen. Was bedeutet das denn, wenn solche Szenarien umgesetzt würden? Also es würde bedeuten, es gibt natürlich verschiedene Szenarien, aber manche gehen eben davon aus, dass die Industrie das 11-fache an Strom benötigen würde, was sie jetzt nutzt. Das ist mehr erneuerbare Energie, als die Bundesregierung insgesamt plant auszubauen für ganz Deutschland. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal erinnern, dass wir auch niemals unendlich erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Wir leben auf einer begrenzten Welt, auf einem begrenzten Planeten. Auch erneuerbare Energie ist an die Nutzung von Ressourcen gekoppelt. Und wir müssen in Zukunft darüber reden, wer bekommt wie viel Energie und was wollen wir, wie wollen wir das nutzen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass unendlich erneuerbare Energie zur Verfügung stehen wird. Nachhaltig verfügbare Biomasse, was soll das sein? Das Bioplastik, also Bioplastikproduktion soll auf jeden Fall auch ausgebaut werden. Das sind je nach Szenarien wächst das einfach. Und das könnte zum Beispiel sein Zuckerrohr aus Brasilien. Also auch PET-Flaschen wie diese können beispielsweise aus Zuckerrohr hergestellt werden. Ist das nachhaltig? Wir sagen nein. Also ich wohne ja in Brandenburg, ich weiß, was Monokulturen sind. Aber Brasilien und Zuckerrohr, Monokulturen sind nochmal ganz andere Dimensionen. Also sind noch viel größer. Wir haben Dünger, wir haben Pestizide, wir haben Flächenverbrauch. Also wir haben einfach diese Flächen nicht. Und wir wissen ja auch, dass für Dünger auch extrem viel Öl und Gas verwendet wird. Wir haben die Pestizide. Also das Ganze ist keine nachhaltige Biomasse. Also wir können nicht davon ausgehen, dass das irgendwie nachhaltig angebaut werden könnte. Ansonsten haben wir auch noch Genmais aus den USA. Auch das wird ist einer der Rohstoffe, der verwendet werden könnte in Zukunft
für Plastik. Bioplastik heißt manchmal auch, es ist kompostierbar, das ist ja wunderbar. Das klingt total gut. Aus unserer Sicht ist Kompostierung von Plastik, also erstens funktioniert es nicht so, wie die Industrie das angibt. Und dann ist es aber eben auch so, dass wir sagen, wir können nicht solche Mengen an Plastik produzieren. Und sollten sie denn tatsächlich kompostieren, was sie nicht tun, dann ist es immer noch eine Entsorgung. Das heißt, wir produzieren sehr viele Produkte, die einmal genutzt werden und dann entsorgen wir sie in der Luft und CO2 befindet sich wieder in der Luft. Das chemische Recycling ist eine Technologie, die gerade sehr vorangetrieben wird. Es steht ja auch im Koalitionsvertrag. Und wir wissen, dass diese Technologien ein Vielfaches auch an Energie brauchen. Also mechanisches Recycling ist viel, viel Energie sparsamer. Und wir haben problematische Nebenprodukte wie das Pyrolyse-Koks, über das eigentlich fast niemand redet, aber auch das fällt in relevanten Mengen an, muss entsorgt werden. Wir haben massive Materialverluste und ja, das größte Problem, was wir tatsächlich sehen, ist die Konkurrenz zu den mechanischen Recyclern. Denn das chemische Recycling funktioniert am besten, wenn es ganz sortenreine, saubere, getrennte Plastiksorten bekäme. Und auch dann haben wir noch große Material- und Energieverluste. Aber genau dieses Plastik brauchen wir im mechanischen Recycling. Und wir haben massive, mächtige Player, die dann den mechanischen Recyclern, den lokalen Strukturen, große Konkurrenz machen werden. Und die Chemieindustrie möchte das chemische Recycling eben nicht nur für spezielle Sachen, zum Beispiel für Matratzen. An der Stelle ist es natürlich sinnvoll, dass Matratzen nicht in der Müllverbrennung landen, sondern zum Beispiel in so einer solchen Anlage landen. An der Stelle wäre das okay, aber für Verpackungen möchte sie das chemische Recycling etablieren und das ist eine Ressourcen- und Energieverschwendung. CCUS kam eben auch schon als Begriff, dass ist ja aus Kohlenstoff aus der Luft oder aber auch aus durch Abscheidung an Industrieanlagen soll CO2 abgeschieden werden. Ich werde das gleich nochmal genauer erklären und eingehen darauf. Und dann soll daraus plus mit grünem Wasserstoff sollen neue Kunststoffe hergestellt werden. Das funktioniert aus unserer Sicht nicht, keinesfalls in den Mengen, die da propagiert werden. Und auch dafür bräuchte es wieder enorme Mengen an grünem Wasserstoff. Also alles in allem sind das Technofixes, die wir wirklich in Frage stellen müssen. Und ich möchte euch auf jeden Fall mitgeben, dass CO2 ein faules Gas ist. Und deshalb habe ich euch hier CO2 nochmal mitgebracht, bildlich. Egal wie viel Forschungsgelder oder wer auch immer darüber spricht, es ändert ja nichts an der Struktur von CO2. Also wir haben einfach Doppelbindungen und das ist extrem energieintensiv, was an CO2 zu verändern, zum Beispiel aus CO2 neue Kunststoffe zu machen. Und die Umwandlung wird immer große Mengen an Energie benötigen. Was plant die Industrie noch? Außer den schönen Szenarien, Transformationsszenarien, plant sie parallel aktuell eine CCS-Infrastruktur. CCS, was ist das? Carbon Capture and Storage. Es war schon mal auf der Agenda und ist dann verschwunden und jetzt ist es leider zurück. Es ist die chemische Abscheidung, Verflüssigung, Transport und Deponierung von CO2, also die Verpressung in Deponien an Land oder unter dem Meeresboden. Aktuell wird ein bis zu 6000 Kilometer langes CO2-Pipeline-Netzwerk durch Deutschland geplant und das verbindet die Industriestandorte von Chemie, Stahl, Zement, Kalk, Müllverbrennungsanlagen, aber auch Glas und Papier verbinden. Und das CO2 soll dann abgeschieden werden. Letztendlich ist auch ein Anschluss an die Nachbarländer möglich, also beispielsweise könnten Kohlekraftwerke in Polen zukünftig vielleicht auch angeschlossen werden, was natürlich sehr gefährlich wäre, weil wir wollen ja überhaupt gar keine Kohlekraftwerke mehr. Jede Stelle dieses Technofixes von CCS ist aus B&E-Sicht extrem energieintensiv. Es produziert Emissionen, vermeidet keine und es ist umweltschädlich. Beispielsweise werden 10-50%, also bis zur Hälfte der Emissionen tatsächlich, je nach Verfahren, weiterhin freigesetzt. Also die tatsächliche Abscheidung ist viel geringer als in den potenziellen Laborstudien angegeben. Wenn man wirklich auf die tatsächliche Abscheideraten guckt, muss man da ehrlich sein.
Und die kann eben auch nur, kann halt bis zur Hälfte betragen. Und dann habe ich euch noch ein paar Skalen, also ein paar groteske Zahlen mitgebracht. Wenn wir über die Kapazität sprechen, und dann reden wir über 7 Millionen Tonnen pro Jahr. Und die globalen fossilen Emissionen sind aber 37.000 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das zeigt nochmal, wie gering das Potenzial auch ist, und leider wird sehr viel über CCS geredet, aber man muss sich ja eigentlich nur diese Zahlen angucken, und dann weiß man schon, wie wenig es vielleicht irgendwie in irgendeiner Stelle möglicherweise beitragen könnte. Aus unserer Sicht ist CCS wirklich massiv gefährlich, und auch die Diskussion dazu. Das hat unter anderem das damit zu tun, dass auch die Frage ja, wo soll das CO2 denn hin? Denn der Nordseeboden sieht aus wie ein Schweizer Käse. Und es ist wirklich absolut nicht erwiesen, dass das CO2 dort beispielsweise bleiben würde. Wir sagen auch, es gibt kein bisschen CCS. Das ist wie mit Müllverbrennungsanlagen. In der Nähe von Müllverbrennungsanlagen fallen 50 Kilogramm Abfall pro Jahr pro Person an. Also mehr als an Standorten, wo keine Müllverbrennungsanlagen stehen. Das ist wie mit Straßen. Straßen sehen Verkehr. Wenn wir Infrastrukturen jetzt aufbauen, dann werden die auch über Jahrzehnte laufen müssen. Deshalb ist es so gefährlich aus unserer Sicht. Weiterhin ist das Pipeline-Netzwerk, was geplant wird, wird mit Überkapazitäten geplant. Also das erinnert uns ja ein bisschen an LNG. Also wenn wir so große Infrastrukturen bauen, werden sie zukünftig auch genutzt werden müssen. Und das ist eben die Gefahr. CCS ist zudem, wurde es nie für den Klimaschutz erfunden. Es wird ja seit 100 Jahren auch damit experimentiert, es wird dazu geforscht, damit gearbeitet, aber es wurde eben schon immer eigentlich dafür genutzt, um noch mehr Öl und Gas aus dem Boden zu pressen. Also es war nie für den Klimaschutz gedacht, sondern es geht darum, CO2 zu injizieren, um der Erde noch mehr Öl und Gas abzupressen. CCS ist also ein neues und irgendwie auch ein altes Geschäftsmodell für fossile Konzerne. Aus unserer Sicht lenken diese ganzen Diskussionen zu diesen Technofixes von einer echten Transformation der Chemieindustrie ab. CCS als Klimaschutz zu verkaufen, ist ein Märchen. Und was wir auch sehr problematisch sehen, ist, dass die jahrtausendelange Verantwortung, und niemand von uns in diesem Raum kann ja dafür Verantwortung übernehmen, also das heißt das Monitoring, was passiert bei einer Havarie, die finanzielle Verantwortung, das wird vergesellschaftet, und die Konzerne können jetzt weiter und länger Öl und Gas verkaufen, sie können ihre alten Gaslöcher noch als Klimaschutz verkaufen. Also die Konzerne machen Profite, und die Gesellschaft muss die Kosten dafür tragen. Hier habe ich euch noch das Pipeline-Netzwerk mitgebracht. Ist einfach zu finden auf co2-netz.de. Und hier sieht man nochmal schön, wie die Chemieindustrie, also der VCI hier unten, mit den Müllverbrennern zusammen mit der Glasindustrie, Stahlindustrie, also die Schwerindustrie, die haben da alle ein ganz großes gemeinsames Interesse, diese Infrastruktur voranzutreiben. Und was auch sehr eindrücklich ist, ist diese schöne CO2-Kreislaufwirtschaft, die man da oben sieht. Aus unserer Sicht ist das absolut keine Kreislaufwirtschaft, es werden enorme Mengen an Energie, Wasserstoff verbraucht, es ist absolut undicht, es funktioniert nicht, aber diese Kreisläufe, diese schönen Kreise, die sehen immer so gut aus. Aus unserer Sicht ist das, was die Industrie da plant, aber eine Zementierung eines extrem energieintensiven, linearen Wirtschaften und ein weiter so im Verschwenden. Wozu produzieren wir 40% Einwegverpackungen? Also wir müssen nicht so ein teures, unsicheres Netzwerk aufbauen, wenn wir einfach Mehrweg etablieren beispielsweise könnten. Wir wissen, wie das geht. Das ist völlig unklar und unsicher. Und zudem haben eben mächtige Industrieplayer ein großes Interesse, einfach den Status quo zu erhalten und auch einen Zugriff auf die Infrastrukturen zu haben. Ein Zugriff, BASF beispielsweise entwickelt gerade eine CO2-Abscheidetechnologie. Also sie produzieren chemische Produkte, sie produzieren dann auch die Abscheidetechnologie. Ich weiß nicht jetzt, wie sie in das Netz involviert sind, aber an sich haben wir da ganz große Player, ja, den wir zu viel, die sozusagen alleine darüber sprechen möchten, wie die Chemieindustrie in Zukunft aussehen wird. Dabei haben wir ja auch
bessere Ideen, würde ich sagen. Was braucht es stattdessen? Wir sagen ganz klar, wir brauchen eine Verringerung der Produktion. Also eine echte Kreislaufwirtschaft, in der weniger Ressourcen verwendet werden, verschwendet werden. Wir brauchen also weniger Produkte, die auch erhalten werden, also in energiesparsamen Systemen zirkulieren. Wir brauchen auch nachhaltige und sichere Chemikalien, nicht solche Ewigkeitschemikalien, was meine Kollegin gerade erklärt hatte mit den PFAS beispielsweise, sondern wir brauchen Chemikalien, die safe and sustainable by design sind, eine starke Chemikaliengesetzgebung und wir wollen, dass die Chemieindustrie Verantwortung übernimmt. Das bedeutet beispielsweise, dass sie eine Mehrweginfrastruktur finanzieren soll und eine Abgabe auf Grundchemikalien leisten soll. Und wir fordern eine echte Defossilisierung der Prozesse und Rohstoffe. CCS ist ja nicht defossil. Wir brauchen auch keine anderen Technofixes, die extrem energieintensiv sind, die die Öl- und Gasproduktion weiter am Laufen halten. Wir brauchen also insgesamt echte Lösungen, die auch insgesamt weniger Strom und weniger von diesem wertvollen Wasserstoff benötigen. Denn auch den werden wir nie unendlich zur Verfügung haben. Wir müssen mit diesem wertvollen Rohstoff dann ganz sparsam umgehen. Wir sagen, wir können nur eine echte Transformation mit Suffizienz und Postwachstum schaffen. Also die Industrie redet sehr gerne von Effizienz und wir sagen, wir brauchen Suffizienz, also tatsächlich weniger. Wir brauchen natürlich auch Recycling. Wir werden auch ein paar nachwachsende Rohstoffe brauchen, aber nicht in den Mengen, wie es jetzt vorgesehen ist in den Szenarien. Und wir müssen unseren ungezügelten Ressourcenverbrauch der fossilen Ressourcen auf jeden Fall reduzieren. Es wird allerdings nicht reichen. Recycling hat Grenzen. Für die Nerds unter euch habe ich das Wort Dissipation mitgebracht. Dissipation bedeutet, dass bei jedem Recyclingvorgang unvermeidlich Material verloren geht. Das bedeutet, wir können uns aus der Krise nicht rausrecyceln, sondern bei jedem Recyclingvorgang muss man für das neue Produkt wieder neue Material dazugeben. Das bedeutet, wir müssen Produkte auf jeden Fall länger erhalten. Wir brauchen eine nachhaltige Senkung des Ressourcenverbrauchs. Und das wird nicht möglich sein, wenn wir am aktuellen Wirtschaftsmodell festhalten, denn dieses erfordert eine ständige Steigerung der Produktion, des Verbrauchs und das bedeutet eben immer wieder massive Ressourcenübernutzung. Wenn wir diese den Ressourcenverbrauch tatsächlich auch reduzieren wollen, brauchen wir eine fundamentale Umorientierung und den Eintritt in eine Postwachstumsgesellschaft. Dafür müssen wir natürlich auch alle unseren Lebensstil und Konsum anpassen. Und wir fordern ganz klar, dass die Politik die Industrie in die Pflicht nehmen muss. Also das wird nicht, werden wir nicht als einzelne Konsumentinnen entscheiden können. Das heißt, wir brauchen eine gesellschaftliche Suffizienzorientierung. Wir fordern ein Ressourcenschutzgesetz. Wir wollen, dass insgesamt der Ressourcenverbrauch wirklich absolut gedeckelt wird, damit wir uns irgendwie innerhalb der planetaren Grenzen bewegen. Wir fordern auch eine Gemeinwohlorientierung. Also wir brauchen einfach eine gesellschaftliche Debatte darüber, was und wie viel wir in Zukunft produzieren können. Und wir fordern, dass regional und dezentral mehr produziert wird mit einem tatsächlich geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch und dass das nicht nur in der Hand der großen Player ist. Weitere Informationen findet ihr in dieser tollen Chemiestudie. Wir haben auch eine 8-seitige Zusammenfassung und natürlich die ganzen Tabellen, von der meine Kollegin schon sprach. Genau, und wenn ihr jetzt auch noch selber Lust habt, mal rauszufinden, was eigentlich für Schadstoffe in euren Alltagsprodukten sind, kann ich euch die BUND ToxFox-App ans Herz legen. Dort könnt ihr auch nicht nur euch selbst informieren, sondern vor allem auch Protestmails und Giftfragen an Herstellerinnen und Hersteller ganz leicht schicken, um eben auch zu verdeutlichen, dass uns wichtig ist, was die Chemieindustrie macht, dass sie uns nicht einfach Schadstoffe unterjubeln. Genau, das kann man dort ganz leicht anfragen. Und damit bedanken wir uns bei euch. Und wenn noch Fragen sind, die wir jetzt gleich nicht klären können, dann sind wir auch gleich noch im Bits und Bäume bei den Sofas, wo ihr gerne auf uns zukommen könnt. Und ihr könnt es gerne immer schreiben.
Sehr schön. Vielen Dank. Die Bits und Bäume-Leute sind immer sehr gut vorbereitet, was die Erweiterung des Q&A angeht. Aber wir haben jetzt noch etwas Zeit für Q&A hier im Saal. Deswegen gerne an die Mikrofone und auch im Internet die Fragen stellen. Und wir fangen mit einer Internetfrage an, bitte. Dankeschön. Auch von der Internet- oder Online-Community herzlichen Dank für den Talk und für euer Engagement. Die erste Frage, wurde diese Studie von irgendjemand offiziell beauftragt und gab es schon Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Politik? Hast du das? Ja, also wir als BUND haben die Studie beauftragt bei einer Person, die dann durchgeführt hat. Und das Timing war ganz interessant, dass wir, als wir sie rausgegeben haben im September, das war genau eine Woche bevor das Kanzleramt, also Olaf Scholz, die Chemieindustrie zum sogenannten Chemiegipfel eingeladen hat Ende September. Und da konnten wir eben dann direkt diese Chemiestudie, obwohl wir selbst nicht eingeladen waren zu diesem Gipfel, eben vorlegen und zeigen, auch wenn es bisher noch wenig Zivilgesellschaft gibt, die sich dort auch einbringen, dass wir da eben auch noch weitere Positionen haben. Und wir haben das Gefühl, dass es zumindest, also es wurde auf jeden Fall wahrgenommen, diese Studie. Dass da jetzt noch schon was passiert ist, haben wir bisher noch nicht wahrgenommen. Und ja, hoffen auch, dass auch generell der gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Diskurs da noch größer wird, um eben auch noch mehr Druck aufzubauen, dass es noch mehr Gegenplayer gibt gegen eben diese mächtigen Konzerne. Ich kann noch ergänzen, dass wir reden ja auch viel mit Politikerinnen, Entscheidungsträgern und wie viel Öl und Gas tatsächlich in diesen ganzen Produkten drin steht, das erstaunt sie, hat aber noch nicht dazu geführt, dass beispielsweise unsere Forderung nach mehr Weg als das neue Normal, weniger Einwegverpackung, also einer starken Gesetzgebung, dass so etwas umgesetzt wird. Wir nutzen es in Gesprächen, aber es ist nicht so leicht. Okay, Mikrofon 2, bitte. Hi. Ich fand das ganz interessant, auf der einen Folie mit der chemischen, mit dem chemischen Recycling für Verpackungen. Würdet ihr sagen, dass chemisches Recycling schlechter ist als eine thermische Verwertung? Weil normalerweise, wenn die Verpackung nicht zu 95% sortenrein ist, dann wird die der maschinellen oder dem maschinellen Recycling nicht zugeführt und würde dann halt im Endeffekt in der thermischen Verwertung landen. Was wäre da besser? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Befürworter des chemischen Recyclings sagen, wir nehmen alles Dreckige, wir nehmen alles gemischt, wie auch immer, das, was jetzt in den Zementfabriken und in der thermischen Verwertung landet. Aber es ist nicht erwiesen, dass sie tatsächlich mit einer vernünftigen Energieausbeute tatsächlich dann auch hochwertige Produkte wieder daraus herstellen. Also die Industrie ist uns diesen Beweis schuldig an der Stelle. Und ich hatte ja schon ausgeführt, andere Dinge, die jetzt in der, sowas wie Matratzen, dafür sollte sowas etabliert werden, aber nicht für Einwegverpackungen. Also es ist wirklich eine große Ressourcenverschwendung, da müssten wir einfach Monomaterialien für Einweg haben, eigentlich sollte alles Mehrweg sein und das sollte dann in der Mehrwegwirtschaft, im mechanischen Recycling landen und wir brauchen dann ein anderes Produktdesign. Also das ist die echte Lösung. Und die Befürworter des chemischen Recyclings sagen eben genau gerade, wir können das, aber wir sehen das nicht, dass sie das können. Danke. Noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Eine Frage lautet, woher kommt denn eigentlich der eigentliche CO2-Ausstoß? Ist das die reine Energienutzung oder sind das auch die chemischen Prozesse? Und wenn ja, in welchem Anteil? Ich hatte ja dieses eine Bild mit den zwei Graphen, ich gehe da jetzt nicht zurück, wo man einmal die Energiebedarf für die Rohstoffe sieht und einmal für die Prozesse. Und wenn man sich angeschaut hat, was ist das denn, dann war bisher noch fast alles davon fossil. Das heißt, das ist alles CO2-Ausstoß. Auf der Rohstoffseite, und die Rohstoffseite war ja der größere Balken, ist am Ende genau die Frage, was passiert denn zum Beispiel mit dem Plastik dann am Ende? Weil das CO2 ist ja quasi als Kohlenstoffkette im Plastik gebunden. Wird es am Ende verbrannt, dann sind dort die CO2-Emissionen. Wird es am Ende mechanisch recycelt, über 50 Jahre wiederverwendet oder einfach nur eben repariert und bleibt im Produkt, dann hat man da eben weniger CO2-Ausstoß. Aber am Ende hat man es auf beiden Seiten. Und genau.
Okay, die letzte Frage, also für diese Session, wie angekündigt, danach gibt es ja noch eine bei Bits und Bäume, aber für Mikrofon 4 bitte. Ja. So, hallo. Ein bisschen andere Betrachtung nochmal. Habt ihr ja Zahlen darüber, was die Industrie auch bezahlt für diesen Strom? Weil ich weiß, dass mein beruflicher Hintergrund, dass es gar nicht so einfach ist, sowas zu erheben. Da ging es ja um 600 Terawattstunden Strom, die da verbraucht werden. Nee, dazu haben wir keine Zahlen. Nein, wir wissen nur, dass sie den Industriestrompreis gefordert haben. Aber was sie bezahlen, wissen wir nicht. Und das ist aber auch eine Forderung zum Beispiel des BUND, dass man eben nicht diese Rabatte für Großverbraucher gibt, sondern dass das sozusagen tatsächlich auch für die enormen Mengen auch vernünftig bezahlt werden müsste. Aber natürlich haben Großverbraucher meist dann auch mal andere Verträge. Okay, dann würde ich sagen, Jana und Janine, wir bedanken uns für den Talk. Noch ein kleiner Applaus dafür.